Dann lass uns jetzt mal die Rangliste machen. Auf Platz 1 ist wer? Oh, fangen wir unten an. Wer ist am allerletzten Platz? Wer ist der schlecht angezogenste Streamer? Der Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Freunde, endlich wieder ein Video. Im Lockdown-Zeiten haben wir nochmal alles akquiriert und besorgt, damit wir auch hier Content schaffen können. Übrigens, kleiner Plug, bevor wir loslegen, Leute. Es gibt noch diese Woche, warte, wir haben Sonntag, gell? Nächste, also kommende Woche, am Freitag, eine kleine Überraschung, einen kleinen Überraschungsdrop. Also, dass ein Drop ist bei MEM, das ist jetzt keine Überraschung mehr. Aber was ist noch nicht ganz fix, beziehungsweise es wird noch spekuliert, was da kommen mag. Wer auf Instagram dabei ist, hat dann natürlich alle Informationen. Es ist aber schon genug mit dem Plug, denn wir haben heute was Besonderes vor. Ich habe alle meine kreativen Gehirnzellen aktiviert, um jemand anderen das Format zu stellen. Wir drehen nämlich heute ein besonderes Video. Ein Model wird heute das Outfit bzw. die Outfits von Streamern bewerten. Wir haben heute einen Special Guest da. Ich werde auch gar nicht mehr länger quatschen. Wir holen sie gleich ins Bild. Einen großen Applaus bei euch zu Hause für unsere Zoe. Ja, lass der Zeit, komm. Hallihallo. Schön, dass du da bist, wenn du reden möchtest. Falls du reden möchtest, das wäre nice natürlich, wenn du was redest in dem Video. Hast du da das Mikrofon? Ja, weißt du, musst du noch überlegen. Weiß ich noch nicht. Schön, dass du heute da bist. Du kriegst die Credibility, denn du bist nicht nur Model, sondern du bist sogar GNTM-Kandidatin gewesen. Von dem her kennst du dich aus in der Modewelt. Ja, ich versuche up to date zu bleiben. Okay, was ist so dein Style? Boah, ich habe keinen richtigen Style. Bei Männern, was gefällt dir bei Männern? Oh, das kann ich auch nicht so sagen. Das kommt abgesehen von meinem Style. Das kommt auf den Typen an drauf an. Jeder ist so ein bisschen eigen. Es gibt Männer, denen stehen Anzüge unnormal. Mhm. Und dann gibt es so Männer, denen steht das einfach gar nicht. Und da hätte ich gerne so mehr ein bisschen Street-Style. Ah, okay. Also mein Style gefällt dir sehr gut. Ja, Max. Okay, perfekt, Freunde. Ich bin schon mal safe. Wir schauen aber, ob einzelne Streamer auch safe sind. Ich habe 4 Streamer herausgesucht. Ich werde aber noch nichts verraten, welche Streamer das sind. Kennst du Streamer? Ich bin in dem Game gar nicht drinnen. Ja. Also ich bin da ganz unvoreingenommen, super, neutral und hau meine Meinung so raus, wie okay, sie mir das in den Sinn ist natürlich, kommt. Das ist die perfekte Voraussetzung dafür. Okay, ich würde sagen, wir quatschen gar nicht länger rum. Ich zeige dir ein paar Outfits von unterschiedlichen Streamern und du sagst mir einfach, wie du die Outfits so findest. Und zum Schluss machen wir dann eine Rangliste. Wer hat den besten und wer hat den schlechtesten Style der Streamer? Passt. Okay, bist du ready? So, wir fangen mit dem ersten Bild an. Muss ich bei dem Bild bleiben oder kann ich mir mehr anschauen? Du kannst, bleib mal bei dem Bild und dann gehen wir zum nächsten. Oh, Amen. Wie findest du das Shirt? Ja, halt casual. Es ist seine eigene Marke. Es ist halt alles sehr casual gehalten. Weißt du, wie die Marke heißt? Wie? AMA. Sehr einfallsreich. Meine heißt MEM. Ja, ich sage, es ist sehr einfallsreich. Nein, ja, alles eher casual. Ich würde nicht sagen, dass es jetzt gerade so... Ein Style, das ist halt einfach Jogginghose mit T-Shirt. Okay, also schaut nicht so aus, als würde der sich sonderlich viel mit Mode beschäftigen. Nein, also von der Masse abheben würde er sich so, glaube ich. Aber eine Modemarke hat er. Ja, aber du hast mir ja nur das eine Bild gezeigt. Okay, ich zeig dir noch eins. Das ist das nächste Bild. Das ist ja auch casual. Ja, ich habe keine anderen Outfits gefunden von dem. Du musst doch einen Unterschied bringen, das sticht doch nicht aus der Masse raus. Okay, ich zeig dir das nächste. Ja, er ist, glaube ich, nicht der Modeexperte auf dem Planeten. Okay, also er ist immer sehr gleich angezogen. Wir haben halt ein Shirt und eine Hose und Air Force. Ja, halt einfach casual. Okay. Damit hebt man sich halt auch nicht wirklich. Was sagst du zur Uhr? Ja, du weißt, Uhren sind auch nicht so meins. Okay. Das ist mal alles ein bisschen zu viel, aber ja. Jedem das Seine, sage ich jetzt einfach mal. Passt, wir nehmen das, okay. Das war Trimax, so heißt er. Okay. Aktuell der Streamer mit den allermeisten Abonnenten. Oh, okay. Wir kommen zu einem weiteren großen Streamer, den an seinem Style liegt sicher nicht. Okay. No front natürlich an der Stelle. Nein, natürlich no front, aber das ist halt eher casual. Okay, wir schauen zum nächsten großen Streamer. Da kann es sein, dass du den kennst. Kennst du den, den linken? Ja, natürlich. Wer ist das? Das ist doch Montana Black. Ja, absolut richtig. Das ich kann heißt, auch außerdem auch lesen, das erkennt man ja doch. Ah, ja, scheiße, das hätte ich weggeschnappt. Ich meine, spontaner Black, okay, aber das kann ich mir schon irgendwie zusammenrechnen, auf jeden Fall. Schaut auch nach einem spontanen Foto aus, mit ja, Memo. Ja, nein, überhaupt nicht gestellt, also ja. Das ist eine komplett natürliche Körperhaltung. Okay, also gefällt dir sein Style? Ist auf jeden Fall extravaganter als der von Trimax, oder? Das auf jeden Fall und ich finde, es passt auch gut zu ihm. Mhm. Ja, kann man sagen. Aber ist jetzt auch nicht so meines. Okay, no also, front natürlich an dieser Stelle. Ich möchte hier niemanden fronten, den ich nicht kenne. Wir schauen zum nächsten Bild. Ja. Ja.
Classic halt eher. Okay. Wie gefällt dir der Shirt? Findest du den fit nice? Finde ich in Ordnung. Findest du in Ordnung? Passt zu ihm. Okay. Passt zu ihm. Die Jogginghose. Figur betont. Ja. Auch die Jogginghose. Die Jogginghose, dass das eine Baggy-Hose ist. Die Jogginghose hätte man, ich sage mal, man hätte einen anderen Unterteil zu diesem T-Shirt wählen können. Oder eine Unterhose. Auch eine Möglichkeit, okay. Ja, bei jedem das seine. Ja, manche fühlen sich dann einfach eingeengt, ist ja in Ordnung. Ja. Würde ich halt einfach dann kein Bild machen, aber jedem das seine. Ja, okay, ist in Ordnung. Ja, ich kann mir das nicht vorstellen, dass Leute keine Unterhose tragen. Ich sag dazu jetzt einfach mal gar nichts. Okay, wir schauen weiter. Da haben wir noch ein Fit von Montana Black. Givenchy Pullover in Babyblau, dann irgendeine Camouflage-Sweater und weiß nicht, ob das Alpha Industries ist, aber es ist eine Bomberjacke. Du hast, glaube ich, vorher die Hose gemeint und Sweater gesagt, aber ja, passt schon, ich weiß schon, was danke. Du meinst. Ich habe eh Augen, ich weiß schon, was Camouflage ist, kein Stress. Ja, die Hose nicht so meins, der Hoodie, ja, ich glaube, da kann man recht wenig falsch machen. Givenchy, eine Marke, die du cool findest? Teils, teils. Okay. Zwiegespalten, muss ich ehrlich sagen, manche Dinge sind so, was ist das? Und manche Dinge sind so, Kennst du den rechts daneben? Ja, Knossi, klar. Welchen Style findest du besser? Das kann ich gar nicht sagen. Das ist ein Mix aus beidem. Ich finde die Hose von Knossi besser, aber das Oberteil von Montana Black besser. Okay, sauf. Montana Black, unser dritter Stream, oder? Zweiter Stream bis jetzt. Okay, wir müssen ein bisschen Gas geben. Wir machen den nächsten, das ist Elotrix. Ich glaube, das sind Balenciaga Speed Trainer. Vielleicht eindeutig. Sind das aber auch nur so inspirierte Dinger, kann auch sein. Ja. Versace Couture Shirt und eine schlichte schwarze Hose. Finde ich bis jetzt noch das beste Outfit so. Ja, da sind wir einer Meinung. Okay. Ja, da sind wir auf jeden Fall einer Meinung. So, dann schauen wir weiter. Wir haben ihn jetzt hier auf der rechten Seite. Ja, das ist halt so, das wäre so ein Outfit, was ich tragen würde, wenn ich jetzt irgendwie meine Familie auch besuchen gehe. Okay, man sieht auch nicht viel, muss man ehrlich sagen. Ja, es ist einfach nur drei Bilder von ihm. Da haben wir das letzte. Perfekt. Mit der Stone Island, Parker. Ja, sieht man jetzt auch nicht viel vom Outfit, aber ja, ist in Ordnung. Ja, irgendeine Jogginghose ja. Da unten noch. Okay. Man sieht halt den Fit von der Jogginghose nicht, das macht es halt schwierig einzugrenzen. Recht. Okay, letzter Streamer. Papa Platte. Kennst du den? Ja, den habe ich mir letztens erst angeschaut, ja. Okay, nice. Findest du cool? Ja, der ist ganz witzig, doch. Okay. Was sagst du dem Fit? Ja, finde ich eigentlich auch bis jetzt einen der besten Fits. Ja. Muss ich ehrlich sagen. Ich würde sogar sagen, der beste. So. Aber ich will ja nicht beeinflussen. Ja, mir taugt die Farbe von der Hose einfach irgendwie komischerweise nicht, aber ich weiß auch nicht. Das ist halt einfach so der einzige Makel, den ich eigentlich aussprechen kann. Okay, ich zeig dir mal ein weiteres Outfit. Ja, doch. Finde ich nice. Prada-Bag, Hoodie, schlicht. Ja. Und das letzte Outfit. Mit dem Nike Half-Zip. Ja, ich mag ja die 80er voll gerne. Deshalb finde ich das auch ganz cool. Deshalb, doch, muss ich schon sagen. Ich glaube, ich war auch mit der Beste eigentlich. Muss ich ehrlich sagen, so vom Style her. Dann lass uns jetzt mal die Rangliste machen. Auf Platz 1 ist wer? Oh, fangen wir unten an. Wer ist am allerletzten Platz? Wer ist der schlecht angezogenste Streamer von allen Vieren? Das kann ich nicht. Musst du. Eingrenzen. Wir müssen eine Liste machen. Okay, ich zeig nochmal Bilder von jedem ein Bild. Ja, ich damit ich das nochmal richtig im Kopf... Ja. Trimax. Ja. Montana Black. Ja. Elotrix und Papa Platte. Also ich würde sagen... Platz 4. Das ist der erste Trimax. Trimax ist Platz 4? Ja, weil das ist einfach basic. Das gibt sich halt einfach gar nicht heraus, finde ich. Also Trimax am schlechtesten angezogen von den Vieren. Ja, das klingt so böse gesagt. Ja, einfach hebt sich am wenigsten heraus von der Masse. Okay, Platz 3? Würde ich fast sagen... Montana Black. Montana Black. Die Hosen haben mich einfach verstört. Ich lese schon die Hate-Kommentare unter dir. Die Hosen haben mich einfach verstört, es tut mir leid. Ja. Okay, Platz 2. Das war der zweite Wirt der Kassen. Oder der dritte Wirt der Kassen. Elotrix? Ja. Somit Papa Platte auf Platz 1 und Elotrix auf Platz 2. Ich glaube, ich hätte fast die gleiche Wertung abgegeben. Wirklich? Ja, schon, tatsächlich. Lustig, okay. Weil ich finde, bei Papa Platte sieht man am ehesten noch, dass er sich mit Mode beschäftigt. Ja, und die anderen auch. Ziehen halt einfach an, was gemütlich ist und ihnen halbwegs gefällt. Ja, finde ich auch. Deswegen man sieht, dass er sich ein bisschen damit auseinandersetzt und dass es nicht völlig an ihm vorbeizieht. Deswegen auch ein bisschen ein Lost-Format an der Stelle. Einfach Leute bewerten, die einen Fick drauf geben, was die so anziehen. Hart gesagt, natürlich geben die keinen Fick drauf, die schauen, egal, haben ihre Bubble, nehmen wir das einfach egal. So. Egal. Okay, ja cool. Also ich bin da d'accord mit deiner Abstimmung und mit deiner Rangliste. Wenn du Bock hast, können wir gern mal einen Fashion-YouTuber anhand von ihren Outfits bewerten machen.
Das könnte spannender werden. Wenn ihr Bock drauf habt, Freunde, dann schreibt es unbedingt in die Kommentare, ob wir dieses Format auch noch machen sollen. Im Endeffekt drehen wir es direkt danach. Nein, Spaß, wir nehmen uns heute nicht auf, sondern wir warten auf euer Feedback. Danke Zoe für deinen Besuch, dass du dabei warst, mich unterstützt hast mit diesem Video. Wenn es euch gut gefallen hat, schaut auf jeden Fall bei Zoe vorbei, unten in der Infobox verlinkt. Ich kann zwar keine Abonnenten mehr gebrauchen, weil die schon fast das Maximum haben. Ah, du bist so blöd, wirklich. Aber schaut auf jeden Fall vorbei. Freunde, wenn es euch gut gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr mit Zoe d'accord seid. Würde mich auf alle Fälle interessieren, welche Rangliste ihr vergeben hättet. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Und wir sehen uns dann am Mittwoch wieder mit einem fetten Unboxing. Wir haben sehr viele Sachen gegönnt. Freunde, in diesem Sinne, das war's von der Zoe. Viel Spaß noch. Das war's von mir, euer Maximilian.